You Never Can Tell von Chuck Berry. Das kennt man auch als C'est la vie. Das Leben, zumindest musikalisch, für den Pianisten Stefan Ulbricht ist das ein Leben mit dem Boogie-Woogie. Und den wird er zusammen mit 8 weiteren Boogie-Meistern zelebrieren. Am 9. Juni im Ballhaus in Rosenheim bei den ersten European Boogie Masters. Dabei schaut Stefan Ulbricht wie bei diesem Rock'n'Roll-Klassiker gerne auch mal über den Tellerrand des Boogie-Woogie hinaus und verpasst auch anderen Stücken seinen Boogie-Groove. Stefan Ulbricht, 1992 in Bonn geboren, hat zwar mit der Gitarre begonnen, aber bereits mit 14 Jahren entdeckte er seine Liebe zum Klavier. Seitdem ist die schnelle Nummer sein Markenzeichen. Schnelle und melodiöse Boogies, Jazz- und Bluesstücke aus den 30er, 40er und 50er Jahren. Über die stampfenden und rollenden Bassfiguren der linken Hand legt er virtuos swingend seine Melodien mit der rechten Hand. Bei seinen Eigenkompositionen bleibt er dem klassischen Stil treu, ganz im Gefolge von Albert Ammons, einem Boogie-Woogie-Mann im Chicago der 30er Jahre, der später in New York das erste Boogie-Woogie-Fieber mit auslöste. Heute ist Stefan Ulbricht selbst Teil eines anhaltenden Fiebers für die schnellen und rhythmischen Stücke im Boogie-Woogie. Infektionsgefahr vorprogrammiert. Beim ersten European Masters of Boogie Woogie im Ballhaus in Rosenheim am 9. Juni.